Hast du noch Kontakte im Gefängnis? Hab schon gefragt, ob unser Mann in der Dusche ausrutschen könnte. Die sind dreckig, aber so dreckig auch nicht. Ich werde bald verhaftet. Natürlich. Warum verdammt machst du das? Dieser Zeuge, den wir suchen, er ist ein Niemand. Er war am falschen Ort zur falschen Zeit. Er suchte nicht nach mir. Ich will ihn nicht töten. Ich will nur, dass er weiß, dass ich ihn überall kriegen kann. Jederzeit. Was für ein beschissener Plan. Großartig. Ich suche mal eine Karte von dem Knast, dann führe ich dich, sobald du drin bist. Brauchst du was? Mein Handy. Gott, du hast ein Problem. Zieh mal den Stecker. Ich brauche mein Handy. Sie werden es einsacken, sobald ich drin bin. Ja, ich weiß, ich verarsche dich nur. Ich kenne da einen, er hat noch eine Schuld zu begleichen. Du kriegst dein Handy. Na denn, passt das ja. Plan steht. Ups. Lust auf einen digitalen Trip? Die Frage stellt man Ihnen vielleicht auf Chicagos Strand, wo sich ein neuer Untergrundtrend breit macht. Von den digitalen Trips steht zurzeit nur eine bewusstseinsverändernde Variante zur Verfügung. Aber informierte Kreise rechnen schon bald mit mehr Auswahl. Mann, ist doch nicht wahr hier. Wie könnt ihr da auf Fußgängerweg alle rumstehen? Das ist gefährlich. Geometrisch. Ja, hier gibt es es auf jeden Fall schön. Was es alles so für Extras gibt. Da muss ich mal noch ein bisschen was durchlesen. Da haben wir jetzt natürlich nicht so die Zeit für, weil wir eine Mission zu erfüllen haben, meine Freunde. Hey, Partner. Ich wollte sagen, wenn ich jetzt hier reingehe, bitte pass auf mich auf. Oh, Scheiße. So, der Scheiße. Detonator versucht mich zu hacken. Jetzt geht's aber wieder los. Wo ist der Ficker? Nicht der Hacker. Scheiße. Und der Typ rum. Muss er hier irgendwo sein? Ja. Bist irgendwo hier, mein Freund. Was? CTOS Blackout. Was ist hier los? Wo ist der Typ? Das war rüde. Unlogisch. Scheiße. Wo soll der Typ denn sein? Ich finde ihn nicht.
In dem Kackauto da hinten? So ein Scheiß. Was ist das für ein Arsch? Der stand da wieder genau am Rand, oder was? Dreckige Kacke. Egal, weiter zur eigentlichen Mission. So, da hab ich sowas. Halen Correctional Center. Vor kurzem haben die da alles erneuert. Mit Blooms neuester Technik. Netzwerklogs, automatisierte Überwachung. Säße der Typ in einem älteren Gefängnis, hätte ich ein Problem. Aber hier hat Bloom recht. Ihre Technologie erleichtert das Leben. Lockere Aktion, Junge. Los! Sag Jordi, dass wir quitt sind. Nicht bewegen. Pierce. Aiden. Never again! Smith! Meine Zelle entkommen. Aber erstmal würde ich doch gerne gucken, ob ich mir nicht einen Tunnel rausgraben kann. Vielleicht habt ihr ja die Serie Oz gesehen. Hölle hinter Gittern. Geile Serie von 1994. Echt empfehlenswert. Okay, genug Werbung in anderer Sache gemacht. Willst du hin? Da will ich nicht hin. Jetzt sieht der Typ da, links unten, der. Was sollte das sein? Ups. Ich wollte eigentlich bloß aus der Ansicht raus. Da rein, Mann.
komme ich jetzt da am besten rein? Aber er guckt ja direkt drauf. Heck, da jetzt. John, ich bin drin. Ja, offensichtlich. Lass den Scheiß. Ich hätte dich reinchecken sollen. Das war dein Fehler. Du solltest leiser sein, wenn sie dich in eine Isolierzelle stecken, kriege ich dich nicht raus. Ich suche den Insassenplan und melde mich dann. Schade, ich habe den Plan gefunden. Wo ist der Trainingshof? Ganz oben. Meine Aufgabe lautet, wähle Bürgermeister Rushmore. Kein Scheiß. Für Blums Geschäftsmodell ist es wichtig, dass das Wiesel wiedergewählt wird. Also, alle an Bord des Rushmore-Zuges. Scheiße, hört euch das mal an. Wenn es Ihnen wie mir geht, haben Sie genug von Angebern und Prahlern. Uns an einem Scheideweg. Ein Weg führt in den wirtschaftlichen und sozialen Ruin. Auf dem anderen läuten Sie mit mir ein neues Zeitalter für Chicago ein. Okay, ich weiß jetzt nicht, was mir die Textdatei. Die Sprachdatei sagen soll, aber das ist schon ganz oben. Ganz oben, oder nicht? Hä? Thank you.
Jobs wegnehmen mit der ganzen Automatisierung? Kiwis Gehalt haben sie schon gekürzt? Scheiße, Mann. Totale Scheiße. Oh Gott, wie soll ich das jetzt machen? So? Rechts. Ah, alles klar. Wenn ich mich nicht irre, hatte der Typ seinen eigenen Picasso im Gesicht. Hässlich wie die Nacht. Aber leicht zu erkennen. Er ist irgendwo hier oben. Lucky will sein Liebchen nicht noch hin. Oh, Spring. An die wahren Familie, Mann. Ich glaub den Scheiß auch nicht. Meine gestellte. Hallo. Du bist so blöd. Und wie krieg ich dich jetzt vom Dach? Denk nicht mehr an diesen Kerl. Der ist nicht echt. Hm. Wer will, dass ich verlegt werde? Wer seid ihr? Wo ist mein Anwalt? Wo gehen wir hin? Antwortet mir! Oh Mann, mir halt mal die das Papiere. Maul! Wo ist mein Anwalt? Wir bringen dich zu deinem Anwalt. Nicht! Nachdem wir mit dir Was fertig habt ihr sind. Vor? Ich geh nicht mit zur Korruption. Halt dein scheiß Maul! Verdammt, ich muss ihn erreichen, bevor sie ihn töten. Also, das ist ein Problem. Die Wachen haben den Kerl geholt. Fuck, Keller! Die sind im Keller! So ein Aufzug hoch, oder? Anscheinend wird irgendeine echt krumme Sache von diesem Laden ausgeleitet. Sieh dich an, bringst Ordnung zurück ins Gefängnissystem. Die Tür steht offen. Und die Etage ist leer. Es wurde kein stiller Alarm ausgelöst. Pass auf. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch ihren Anteil. Das war kein Ding.
Los, gib endlich auf, Mann! Mach dir selber nicht das Leben schwer! Bin unter Beschuss, Deckung! Los, gib endlich auf, Mann! Willst du wirklich im Leichensack nach Hause fahren? Geh wieder in Deckung! Halt ihn aus. Du hast keine Chance mehr. Ich schnappe mir die. Los, endlich auf, Mann. Köpfe runter. Willst du wirklich im Leichensack nach Hause? Nehmt die Flanken! Auf Bewegung! Schüsse! Schüsse! Geht in die Deckung! Perfekt damit! Du sitzt in der Falle! Ruf den Notarzt! Ein Verletzter! Seht euch vor! Sunny! Oh. Oh, Scheiße. Bin vor Ort. Was ist das denn für ein Typ, Alter? Geht doch. Hä? Oh ja, genau. Jetzt kommt die zweite Tür. Ihr kleinen Ficker, Alter. Wollt ihr mich verarschen oder was? Dreck ihren Arschpisser. So ein unlogischer Scheiß. Was wolltet ihr zwei kleinen Fische denn da im Stadion? Ohne uns ein Ding drehen? Denkt ihr, wir hätten keine Freunde da oben? Die wollen auch wieder dran teilen. Ja. Ich sag doch, das ist gerade halt Ding. Wir wurden gerufen, Mann. Wir wurden reingelegt. Lüg mich nicht an. Wir haben dich doch gewarnt. Glaubst du, wir machen dich nicht kalt? Ich kann das nicht. Sag, ich wollte mal. Ich schwöre. Bitte, Mann, ich schwöre. Dein Kumpel, was ist passiert? Wo ist der jetzt? Noch kannst du dich entscheiden! Du hast keine Chance mehr! Seidet ihr den Weg ab! Ja, schau mir das mal an! Ja! Ich sehe den Drecksack! Wir haben Verluste! Köpfe runter! Selber nicht das Leben schwer! Köpfe runter! Die Flanken! Bewegung! Die Hände schütteln! Wir haben Verluste! So.
Ziel gesichtet. Zurückgefunden. Hier so was rum. Dreckig im Lutscher. Eigentlich ganz einfach. Diese Hightech-Sicherheitsgefängnisse, die machen es einem echt leicht. Kennen wir uns? Was? Kennen wir uns? Nein. Ich hab dich nie gesehen, Mann. Mhm. Ja, das dachte ich mir. Also du sitzt hier 60 Tage. Bei guter Führung bist du in 30 draußen. Kannst du das lesen? 60 Jahre? Was tust du denn, Mann? Ich zeig dir eine alternative Zukunft. Falls du deine Geschichte unbedingt den Bullen erzählen willst oder einen Deal mit ihnen machst. Wir verstehen uns. Ich brauche eine Einheit in der Wäscherei. Wir haben den Kontakt verloren. Okay, wir sind dran. Jordi, erledigt. Fantastisch. Jetzt willst du schnell wieder da raus. Ich habe dir schon ein kleines Päckchen geschickt. Wohin? Oh, ich wirst sehen. Was nun? Achtung an alle Einheiten. Mhm. Der Verdächtige wurde gesichtet. Mal sehen, was das für eine Überraschung werden soll. An alle Einheiten. Oh Gott, da draußen sieht es ja anscheinend schön aus. Na, herrlich. Jetzt ab hier. Sie hört erst auf, wenn wir ihn zwingen. Los, rammen wir!
Genau, warte mich mal. Gut, ich halte hier nochmal kurz zwischendurch. Das ist kein Problem für euch. Aber doch nicht so eine Scheiße, ich bin doch noch auf der Flucht. Also wer hat denn hier diese Kurven gebaut? 200 Stundenkilometer sind die nicht gedacht. Kommt hier auch die Otter hin. Guckt euch mal die Fahrer an hier, alter Schwede. Gott, ein Scheiß. Naja, guck, baller weiter. Ballert alle weiter. Deinen eigenen Kumpel hier ran. Na, das tut mir aber leid. Oh, es ist so schade. So, ich muss mich jetzt irgendwo hin verpissen. Oh, du bist es gemacht. Oh, seid beide hier. Ja, bleib ich gleich. Scheiße. Ja, noch ein bisschen. Ich will hier weg. Bitte, nicht in meine Richtung. Oh, Scheiße. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Fuck. Wagen abgestellt, er flieht zu Fuß. Zum Glück gibt's hier ja Autos genug, wa? Was war denn das? Warte, das muss ich mir nachher mal angucken. Was ist denn mit meiner Karre passiert gerade? Meiner? Ich wollte noch nicht drauf gehen, Leute. Ich glaube, das ist kein Problem für euch, wenn ich mal kurz hier die Poller aufnehme. Oh, nicht schon wieder drehen. Damit fahre ich am liebsten. Ich werde das Fahrzeug verlassen. Das ist Zeitverschwendung, er ist weg. Wir drehen um. Meine Fresse. Meine Identität ist sicher. Jetzt zu Linas Mördern. Ich will den Verantwortlichen. Damien schwafelte von einem zweiten Hacker. Jemand, der auch im Mello war. Ich muss herausfinden, was Damien weiß. Bringen wir alles hin. Mission beendet. Das war doch mal cool. Fortschrittsbelohnung. Bitte. Ui. Ui. Fügbares Bild, Skillpunkte 3. Na, da gucken wir uns doch gleich nochmal was an, ne?
Statistik, Fortschritt, Fähigkeit. Fahren, Hacken, Kampf. Gegnerkommunikation stören. Ja, klingt interessant. Fügt ein extra Energiefeld zu. Kostet 3. Nagelsperre. Ach, das sind die Nagelsperren. Okay. Cool. Kostet 2 Punkte. Für kurze Zeit abschalten. Das ist auch cool. Ist alles cool. Alles cool, cool. Aber wir gucken den Scheiß nochmal durch, hier, was wir hier noch haben. Erhöht die Schussfrequenz. Tragekapazität reduziert durch Kugeln erlittenen Schaden. Fahren. Eine Pille, die eine massive, sofortige Fokuserholung bietet. Okay. USB. Springvorrichtungen sind äußerst starke Sprengkörper. Ihr hohes Gewicht erlaubt nur eine kurze Wurfweite. Okay, was ist das? Einmaliger CTOS-Scan, um NPC-Gegner zu erkennen und markieren. Okay, klingt auch sehr interessant. Fahren. Naja, was soll ich dazu sagen, ne? Das mit dem Energieding ist natürlich toll, aber... nicht so meins. Trafos überladen. Ich finde das mit den Helis ganz gut. Helis, einen haben wir noch. Mal sehen, was wir dafür noch. Ob noch was haben, was wir mit einem Punkt. Nö. Dann war es da schon wieder hier. Aiden, das war ein sehr unschönes Treffen. Immerhin lebst du. Wir waren mal Freunde. Ich hab dir so viel beigebracht. Sieh dich an, du bist ein super Hacker. Bist du das in den Nachrichten? Der Rächer? Du erwähntest deinen zweiten Hacker bei Melojob. Aber wir wussten schon, dass es noch einen gab. Du hast also was Neues. Ah, spannend, oder? Komm, triff mich und ich erklär's. Erzähl's mir. Dann treffen wir uns vielleicht. Oh nein. Meine Information, meine Regeln. Außerdem müssen wir das letzte Mal wieder gut machen. Ich bin aufgeregt, Aiden. Komm bald. Machen wir. Vorher knöpfen wir uns jetzt noch ein bisschen ein paar Bankkonten vor. Weil wir gesehen haben, dass die Waffen viel kosten. Und deswegen sage ich, liebe Freunde, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.